weiß nicht, ob die. Also sie hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, Missbrauch Amara, ja, die Sache unter der Dusche. Aber hier war doch auch irgendwas. Da hat sie doch auch bestimmt mit irgendjemandem. Hat sie bestimmt Amara mit jemandem rumpimpern sehen. Also ich. Adam, pimpern hier. Halt's ja nicht aus. Oder sind hier noch irgendwelche Hinweise? Naja, zumindest haben wir das Gewächshaus gefunden. Bringt zwar auch an sich nichts, aber wir haben es gefunden. Ich weiß, hinter mir war der Eingang. Na, hier gibt es eh nichts anderes. Dann gehen wir mal in die Küche. Eine große, unheimliche Küche. Quietsch. Nein, auf. Nichts drin. Okay. Ja, haben wir. Lichtschalter. Nochmal. Ach, was weiß ich denn schon. Okay, hier Los, hat. überall suchen. Sie muss irgendwo hier sein, ganz bestimmt. Ja, der Controller hat gerade vibriert. Ich habe mich gerade fast erschrocken. Ich kann ja mal in so einen Suppentopf reinglotzen. Boah, wenn da wirklich auf einmal Amara drin ist, ne? Ich glaube, ich würde mich verjagen, Hochacht. Na, da gucken wir gleich nach. Okay, da ist ab. Boah, wenn die jetzt irgendwo im Ofen hockt oder so, ne? Dann kriege ich einen Schreikrampf. Tür. Suchen wir weiter. Wir dürfen nicht aufgeben. Ja. Werd mal cremig, junges Fräulein. Oh, da haben wir einen Zettel. 5 von 8. Yeah. Ich weiß gar nicht, haben wir das Spiel dann durch? Ich weiß ja nicht, wie lang dieses Spiel ist. Okay, verschlossen. Wir linsen Aber wo mal ist rein. sie bloß? Wir müssen mit ihr reden. Es lief alles so gut. Jetzt hier zu sein, ist ein ungutes Gefühl. Los, schnell, wir suchen sie. Ja, bleib mal geschmeidig. Ich will erst meine Erlebnisse. Für schnell los, suchen wir die. Wir gucken erst im Tagebuch, weil wir haben ja schon wieder was Neues. Aber erst linsen wir mal am Anfang. Nein, aber nur die böse, böse Puppe. Das ist neu. Hören wir es uns an. Ich betrachtete meinen Körper nicht mehr länger als etwas Ekelhaftes und Krankes, weit entfernt davon sogar. Ich begann mich anzusehen, mich zu streicheln, meine eigene Haut zu riechen. Ich begann mich zu erkunden und zu experimentieren und körperlichen Genuss zu finden. Meine Ideen waren nicht besonders klar und ich sprach mit niemandem darüber. Diese Dinge aber, Bruna sprach über sie, sie prahlte mit ihren Liebesgeschichten und ihren jungen Männern. In meinen Augen hatte sie Glück, immer umworben zu werden. Von wunderbaren, großzügigen und netten Jungen. Also fantasierte ich über ihre Abenteuer und tat so, als wäre ich die Hauptperson. Aber wie könnte ich jemals wie sie sein? Ich erinnere mich, dass ich gelegentlich blaue Flecken hatte, aber ich war so unbefangen, dass ich nicht verstand, nicht eins und eins zusammenzuzählen. Don Gino erklärte es mir dann einige Jahre später. Ja. Oh, geht's noch weiter. Er Los, René. erzählte mir von Brunas Vater und ihrem Bruder, aber ich war schon sehr krank. Das Licht war zurück. Nee, das hatten wir ja schon. Ja, vielleicht am Ende des Spiels, dass wir uns da nochmal das komplette Tagebuch nochmal durchlesen oder so. Hier drin können wir nicht länger bleiben. Sie werden uns erwischen. Hier ist doch Wenn wir erwischt niemand. wurden, dann schnell, wir müssen sie schnell finden. Oh, bleibt mal geschmeidig. Haben noch Zeit. Liebe Adele, auch heute hat das Mädchen stundenlang vor der Küche gestanden. Armes Ding.
Ich habe ihr was Süßes gegeben. Sie hat's gegessen, ohne was zu sagen, und ist weiter stehen geblieben. Irgendwas stimmt da nicht. Erst kam sie nur ab und zu, jetzt ist sie jeden Tag hier. Ich gehe jetzt weg. Der Arzt ist nicht da. Er kommt heute Nachmittag. Sprich du mit ihm. Mhm. Armes Ding. Verloren in einer Traumwelt. Sie war noch ein Kind. Nie war jemand zärtlich zu ihr, im Gegenteil. Bestraft hat man sie. Sie nannten sie gestört, krank, sagten, dass ihre Träume sie quälten. Noch nicht mal die Träume ließ man ihr. Ich brauche sie. Aber wir werden sie finden. Wir finden sie doch, oder? Ja, aber natürlich. Wenn das Wasser der Duschen nicht schön warm war, dann haben wir uns alle beeilt. Aber wenn es schön warm war, dann kam sie zu René, in diesem grausamen, grellen weißen Licht. Ihr Körper an meinen, ich fühle es immer noch jetzt, das Schaudern. Alles muss genauso sein wie damals, so wunderschön. Dann kommt sie zu uns zurück. Ah ja. Also so ganz ballerballer bist du auch nicht, ne? Aha, Licht. Also ich weiß nicht, was ich von Renés Liebesleben halten soll. Das ist irgendwie... Okay, wir machen zu, dann machen wir das, dann machen wir jenes. Sollen wir jetzt Wäsche waschen oder was? Okay, erstmal Tür zu, das ist ja ganz klar. Dann die. So, was haben wir denn dann? 3, das Ventil. Das müsste dieses sein. Denke ich mal. Was haben wir denn als Viertes? Den Hebel umschmeißen. So. Getan. Und auf irgendeinen Knopf drücken. Auf diesen Knopf. Fertig. Halten soll. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert. Wir müssen das Wasser in den Waschräumen aufdrehen und das warme Wasser anstellen. Die ganze Anlage war in der Nähe der Küche. Ich glaube, wir haben das Warmwasser gerade angedreht. Was? Wir müssen das Wasser in den Waschräumen aufdrehen, das Warmwasser anstellen, die ganze Anlage in Nähe der Küche. Ja, haben wir ja getan. Glaube ich. Jetzt fertig. Na, scheint wohl so. Oder habe ich noch irgendwas? Haben wir ja getan. Wir haben das Warmwasser eingeschaltet. Waschräume der Ab. Jetzt geht gerade gar nichts mehr. Ah, okay, jetzt. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche.
Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. Okay. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. Okay, kann mir einer sagen, wo die Dusche ist? Wahrscheinlich muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Und dann oben in die Duschen. Tja. Ja, toll, hier komme ich jetzt noch nicht mal durch. Das heißt, ich muss einmal ganz außen rum. Ich glaube noch nicht mal, dass die Frau da ist. Trotzdem, diese Irrenanstalt, das ist ja wie bei Game of Thrones. So, jeder rappelt da mit jedem rum. Fenster von hier unten, na. Eine Lauftaste wäre nicht schlecht. Das hier ist doch keine Irrenanstalt, das ist ein Sündenpfuhl. Ich hab doch da gerade was gehört. Na toll, auch noch eine Abkürzung. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wo die Duschräume sind. Die Showers, was heißt das auf Italiano? Bella Italia, Mamma Mia. Das war vorhin aber nicht auf. Ja. Egal, jetzt ist es auf. Jetzt können wir auch hier weiter untersuchen. Tralala, trallali. Okay, das... Ich gucke trotzdem immer nach Notizen. Hey, Tür! Auf! Das sieht mir so nach Zahnarzt aus. Ich hasse Zahnärzte. Ja, Zahnarzt. Okay, wetz... Die Seiten kenne ich doch. Das ist Ba und I und Oh, Schlüssel. Sehr klar, die Schlüssel kann ich natürlich nicht mitnehmen. Das ist ja mal wieder. Oh, alter Brief. Tja, Tja. Sonst ist hier. Nothing. Auch nichts. Verschlossen. Ach, Mist, die Kacki. Falsche Richtung. Ja, wenn man links und rechts nicht unterscheiden kann, könnte es schwierig werden. Aber sonst ist hier nun wirklich nothing. Ich habe immer Schiss, dass ich mit einmal die Tür aufmache und da steht was vor uns. Ist da so irgendetwas, das... Okay, hier geht's nicht mal weiter. Karl, alles abgrasen hier, dafür sind wir doch hier. Wenn es denn mal was geben würde, was man abgrasen kann. Alles nur kaputte, leere Betten. Ich würde sagen, da sind die Duschen. Wir sehen uns trotzdem mal weiter um. Sieht mir so halbwegs nach Vorratsraum hier aus. Was haben wir hier? Ein weiteres Pennzimmer. Bilder jedes Mal, das ist irgendwie creep la creep. Oh, wir haben wieder was bekommen. Sehen wir doch mal rein. Erlebnisse. Gut.
Renis Tagebuch. Das hatten wir ja, wo sie anfingen, ihren Körper zu untersuchen. Das ist neu, das ist neu, das ist neu, das haben wir schon. Dann nehmen wir das.